Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Bleibt immer schön fair in den Kommentaren. Würde mich auch auf jeden Fall wie immer freuen, wenn ihr schön mittippen würdet. Ansonsten viel Spaß eben einfach beim Zuschauen und danke fürs Reinschalten und ja, fürs ganze Abonnieren und so weiter. Auf jeden Fall richtig geil aktuell. Los geht's mit Bremen gegen Stuttgart. Viel Spaß. Beim SV Werder Bremen und beim VfB Stuttgart ging man vor der Saison eigentlich mit der gleichen Situation in die Saison. Man würde gerne wieder europäisch angreifen. Beim SV Werder Bremen ist das noch absolut möglich. Beim VfB Stuttgart hingegen muss man gegen den Abstieg kämpfen. Die erste Möglichkeit ergab sich hier aber für die Gäste. Und zwar so. Benjamin Pavard, 11. Spielminute. Eckstoß von Gonzalo Castro reingetreten. Der war heute wieder von Beginn an dabei. Gentner wieder nicht auf dem Feld. Und Pavard ist da völlig frei. Da ist die Defensive bei Bremen etwas desillusioniert. Ja, und Pavlenka kann da natürlich dann nicht mehr eingreifen. Was ist da in der Verteidigung bei Bremen los gewesen? Es war allgemein eine recht seltsame und langweilige erste Halbzeit, weil der Werder Bremen 11 noch nicht so viel nach vorne einfiel. Jetzt mal Bargfrede auf Daily Klaassen, der dann auch endlich mal einen Treffer hätte erzielen können in dieser Situation. 28. Spielminute, Daily Klaassen scheitert aber an Ron-Robert Zieler gegen die schlechteste Defensive, auch wenn sich der VfB Stuttgart das mit dem ersten FC Nürnberg immer wieder mal abwechselt. Defensive war es Bremen noch nicht gelungen, im ersten Durchgang etwas nach vorne zu bringen. Jetzt nochmal eine Flanke, aber auch das ist etwas sinnbildlich. Kempf fängt die dann ohne Probleme ab, war kein Rückpass. Ron-Robert Zieler schmeißt sich auf den Ball. Es gab aber vor der Pause nochmal einen Eckstoß von der linken Seite. Jetzt mal für Bremen die Möglichkeit. Max Kruse legt sich den Ball zurecht, bringt ihn eigentlich zu weit auf den zweiten Pfosten, aber Gebre Selassie bringt ihn trotzdem über die Linie. Drittes Saisontor für den Verteidiger. Und dass der immer wieder mit dem Kopf gefährlich ist, obwohl er nicht der Größte ist, beweist er hier nicht zum ersten Mal. Aus völlig spitzem Winkel sieht dann Ron-Robert Zieler auch nicht gut aus. Auf der Linie kommt Castro. Ein Schritt zu spät, kriegt den Ball mit der Brust dann nur noch hinter der Linie angenommen. Das war alles regelkonform. Die Uhr beim Schiri ging an, also Torlinientechnik hat mal bewiesen, dass sie auch durchaus Sinn bringt. Denn das war wirklich eine sehr knappe Situation. Vor der Pause versuchte es dann nochmal der VfB mit einem Distanzschuss, aber wirklich gefährlich wurde es dann hier nicht. Der war dann von Augustinsson noch abgefälscht. Und Pavlenka begrieb den Ball ohne Probleme unter sich. Zur Pause also ein 1:1 an diesem Freitagabend. Es war eine ausgeglichene Partie und somit ging dieses Resultat auch in Ordnung. Pavard jetzt mal mit einem langen Ball zu Beginn des zweiten Durchgangs. Gebre Selassie kann es erst klären, doch der VfB bleibt im Ballbesitz. Esswein mit dem guten Ball auf Andreas Beck. Der bringt dann auch die Flanke und Mario Gomez bringt den Kopfball auch auf den Kasten. Aber Pavlenka ist eben nicht irgendeiner, der fängt den Ball dann ohne Probleme oben aus dem Winkel raus. Gomez ärgert sich, muss ja auch mal wieder treffen. Das ist extrem wichtig, auch für einen Stürmer, selbst wenn er sagt, dass das für ihn keinen hohen Stellenwert hat. Die nächste Möglichkeit wieder für den VfB. Steven Zube hatte ja das 1:1 erzielt gegen Leipzig. Hier der Schuss aber abgefälscht und dann wurde es auch nicht wirklich gefährlich. Mal ein Fehler von Gomez nach vorne und Gebre Selassie mit dem Ball auf Max Kruse. Und dann kommen die Werder Spieler auch langsam mal mit nach vorne. Klaassen, Max Kruse, Eggestein. Schöner Ball auf die linke Außenbahn. Milot Rashica. Aber auch das zu ungefährlich. Flanke wird von Beck abgefälscht. Die Werder-Fans waren nicht so ganz zufrieden mit dem, was sie hier sahen. Gegen Stuttgarter, die ja eigentlich nicht so gut in der Saison sind. Auch wenn sie sich gegen Leipzig steigerten. Am Ende stand ein 1:3. 69. Spielminute, wieder Max Kruse mit einer Standardsituation. Das wurde hier dann immer mal wieder bemüht, um überhaupt Gefahr aufbringen zu können, auch wenn das hier wieder nicht sonderlich erfolgsträchtig aussah zunächst. Klaassen dann nochmal und endlich mal wieder ein Torschuss. Endlich mal wieder eine Situation, wo sich Ron-Robert Zieler einsetzen muss. Geht ein bisschen zu einfach, der Abschluss aus 16 Metern wird dann aber auch ohne große Probleme noch abgefangen. Knapp 10 Minuten noch auf der Uhr, nochmal der SV Werder Bremen, die letzte Aktion der Partie, die wir hier nennen möchten. Über die rechte Seite. Und auch das nochmal ein Sinnbild. An diesem Freitagabend war einfach für beide Teams nicht mehr drin. Ein 1:1 auf recht unter durchschnittlichem Niveau und somit geht das auch in Ordnung. Stuttgart wird damit sehr zufrieden sein. Bremen hinkt damit den Ansprüchen weiter etwas hinterher. Der FC Bayern München möchte weiter den BVB ärgern und da müssen sie
auch weiter die drei Punkte dann einfahren. Insbesondere immer dann, wenn sie vorlegen können. Jetzt kam die Hertha aber das erste Mal gefährlich nach vorne. Lazaro mit der Flanke perfekt getimt. Und die Führung für die Gäste. 11. Saisontor für Ondrej Duda. Und in der 6. Spielminute ging dann tatsächlich die Hertha in Führung. Manuel Neuer kann sich noch Strecken breit machen und kommt trotzdem nicht mehr an den Ball. Da ist Duda zu frei. Und die Defensivschwäche beim FC Bayern München wieder offenkundig in dieser Szene. Sie wollten direkt antworten bei wirklich miesem Wetter in der Allianz Arena. Dann erstmal diese Klärungsaktion von Stark genau auf den Fuß von Thiago. Der schießt aus der zweiten Reihe auch mal auf den Kasten. Aber auch da wurde es nicht gefährlich. Dann postwendend der Konter. Davy Selke, genialer Ball in die Spitze auf Ondrej Duda. Der lässt sich nicht zweimal bitten und 0:2 in der 16. Spielminute. Doppelpack Ondrej Duda, zweiter Torschuss auf den Kasten von Manuel Neuer. Und wieder kann er nicht eingreifen. Das ist ein starker Schuss. Und der ist dann zu hart und zu platziert, um ihn entschärfen zu können. Keine halbe Stunde gespielt. Der FC Bayern dann über einen Freistoß mal von Robert Lewandowski in der 28. Spielminute mit dem Versuch, den direkt aufs Tor zu bringen. War auch gar nicht so verkehrt, aber eben noch nicht zielbringend genug. Doch der FC Bayern München schraubte weiter dran, vor der Pause zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. Thomas Müller und Serge Gnabry im guten Zusammenspiel. Lewandowski auf Goretzka, der sich gegen Sjelbred da durchsetzen kann. Und der macht dann auch das 1:2. 7. Saisontor für Leon Goretzka. Und der FC Bayern München war schon wieder da. Unglücklicher Zeitpunkt für die Hertha. Aber das war auch jetzt verdient. Der FC Bayern München spielte eine gute Partie. Dann die Flanke von der linken Seite. Von Stark erstmal wieder geklärt. Aber der FC Bayern München blieb nochmal dran. Lewandowski und 2:2. So schnell kann es gehen und so schnell ist die Führung für die Hertha dahin. Die hatten jetzt auch keine weiteren Torschüsse mehr vorzuweisen. Zwei Torschüsse standen da eben auf dem Plan. Dann stand es auch 2:0. Aber der FC Bayern München konnte das dann vor der Pause sogar noch korrigieren. Wunderbar gemacht von Robert Lewandowski. Und der Pole lässt hier Rune Jahrstein in dieser Situation absolut keine Möglichkeit. 45 Minuten also von der Uhr schon 4 Tore gesehen und auch das verdiente Resultat, beziehungsweise der FC Bayern München hätte sogar führen können. Dann blieben sie im zweiten Durchgang aber dran. James Rodriguez wird da nicht richtig angegangen, ist auf der rechten Außenbahn, kann er mit den Verteidigern machen, was er will, legt den Ball zurück. Thiago Alaba und Lewandowski mit dem Schuss. Rune Jahrstein mit der Sensationstat, ist auch etwas Glück dabei, aber trotzdem wunderbar gemacht, macht sich groß und kriegt Glück. Oder hat Glück, dass er da die Arme noch dran kriegt. Es wurde der Druck aber weiter erhöht beim FC Bayern und in der 69. Minute konnten sie die Partie dann auch gänzlich drehen. Doppelpack vom Polen, 15. Saisontor. Und die Hertha war jetzt platt, denen fiel nicht mehr viel ein. Nach 2:0, 3:2 hinten liegen, extrem ärgerlich. 10 Minuten noch auf der Uhr und die Münchner wollten jetzt alles klar machen. Lewandowski nochmal. Lewandowski kriegt auch den Abstoß. Jahrstein hält den Ball aber fest. War noch nicht die letzte Aktion. Doch die Elf von Pal Dardai brachte nach vorne nichts Gefährliches mehr. Es war nur noch eine Frage der Höhe. Serge Gnabry nochmal auf James Rodriguez. Rune Jahrstein kann den Ball festhalten. Und somit bleibt es bei diesem knappen 3:2, das etwas zu wenig ist für den FC Bayern München, was die Toreausbeute angeht. Man gewinnt, das ist das Wichtigste, aber man hätte es schon deutlich früher klar machen können. Hertha hingegen verliert. Borussia Mönchengladbach hatte zuletzt gegen Hertha beim letzten Heimspiel vor 2 Wochen die erste Niederlage zu Hause hinnehmen müssen. Gegen den VfL Wolfsburg wollte man es besser machen und spielte von Beginn an zielstrebig nach vorne und wurde dann bereits in der 3. Spielminute auch dafür belohnt. 3. Saisontor für Dennis Zakaria, der das 1:1 kurz vor Schluss gegen Frankfurt machen konnte, lässt hier den Belgier Koen Castells im Kasten der Gäste keine Möglichkeit und setzt den Ball eben fast in den Winkel. Knappe Viertelstunde gespielt und die Fohlen waren weiterhin die bessere Mannschaft von Wolfsburg. Kam nicht wirklich was im Spiel nach vorne. Auch das 3:0 gegen Mainz war ja nicht unbedingt über die vollen 90 Minuten überzeugend. Und im Pokal gegen Leipzig hatten sie auch die ein oder andere Schwäche schon offenbart und Gladbach blieb hier weiter dran. Keine 20 Minuten gespielt. Stindl auf Hazard in die Mitte gelegt für Florian Neuhaus. 2:0. Auch er mit seinem 3. Saisontor und für die Wölfe
würde es jetzt deutlich schwieriger werden. Jetzt fehlt eben nicht nur ein Treffer zum Ausgleich. Da müsste jetzt schon eine große Leistungssteigerung kommen. Sie brauchten etwas, um sich davon zu regenerieren und kamen dann vor der Pause auch endlich mal nach vorne. Wout Weghorst auf Giavogui, der kommt aber nicht mehr richtig dran. Trotzdem, es gab nochmal einen Freistoß in der ersten Hälfte, in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Von Arnold von der Seite reingetreten und Yannick Gerhardt konnte auch anschließen. Zweites Saisontor, Kopfballtor Yannick Gerhardt. Ungünstiger Zeitpunkt für die Fohlen-Elf, hier den Treffer zu kassieren. Jan Sommer aus kurzer Distanz kann dann da nicht mehr eingreifen. Zur Pause 1:2 und Gladbach brachte sich da kurz vor der Pause selber in Bedrängnis. Das hätte auch schon klarer sein können. Im zweiten Durchgang aber die Wölfe weiterhin größtenteils harmlos. Knoche drischt den Ball hier erstmal zur Seite. Und Borussia Mönchengladbach lässt sich etwas Zeit beim Ausführen des Einwurfs. Johnson dann auf Neuhaus, Patrick Herrmann, eine gute Körpertäuschung und Dennis Zakaria mit dem 3:1. 64. Spielminute und die Gladbacher wieder in doppelter Front, verdient jetzt. Und es brannte kaum noch etwas an. Castells ist noch dran, trotzdem schlägt der Ball dann unterm Dach ein. Doppelpack Dennis Zakaria, der Schweizer, mit einer klasse Partie, verdient sich hier den nächsten Treffer. Schon in der Schlussphase der Partie versuchte es dann der VfL Wolfsburg nochmal nach vorne zu spielen. Giavogui auf Weghorst und der letzte Abschluss war dann auch nicht mehr wirklich gefährlich. Oskar Wendt war dazwischen, Yannick Gerhardt nicht mit dem Doppelpack. Und somit endete dann auch eine ereignisarme zweite Halbzeit. Jan Sommer musste nicht mehr hinter sich greifen. Gladbach gewinnt hochverdient mit 3:1 gegen Wölfe, die deutlich zu schwach waren und auch eigentlich diesen einen Treffer, den sie erzielt haben, nicht verdient gehabt hätten. Der SC Freiburg empfing den FC Augsburg. Platz 15 gegen Platz 13 und man muss jetzt schon wieder nach unten schauen, das ist klar. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Fuggerstädtern, die den Bayern ordentlich Druck gemacht haben am Freitagabend vor über einer Woche. Hier Gregoritsch mit dem Kopfball mal, aber für Schwolo kein Problem und der SC Freiburg spielte dann auch schon in der Frühphase nach vorne. Jerome Gondorf mit dem Übersteiger, nochmal mit dem Übersteiger, wird nicht angegangen, legt nochmal zurück. Vincenzo Grifo setzt sich gegen Daniel Bayer durch. Der nach Gelbsperre zurückgekehrte, kommt nicht mehr an den Ball. Und in der 11. Spielminute war es dann die Führung für die Breisgauer. Wie Gondorf hier durchgeht, ist zwar stark, aber auch viel zu einfach. Und dann für Kobel, der noch rauskommt, den Winkel verkürzen möchte, ist nicht mehr viel zu machen. Ist die Frage, kann er da nicht vielleicht sogar auf der Linie bleiben, weil der schlägt doch recht zentral ein. Aber hinterher ist man immer schlauer. Halbe Stunde knapp gespielt. Der SC Freiburg verwaltete die Führung, spielte aber nicht so viel nach vorne. Augsburg fiel aber auch nicht sonderlich was ein. Petersen mit dem Schuss aus der zweiten Reihe dann nach knapp 30 Minuten mit dem rechten Spann, aber der geht dann über den Kasten rüber. Kobel muss nicht eingreifen und ist da wahrscheinlich auch ganz froh drüber. 1:0 zur Pause. Die verdiente Führung, auch wenn Augsburg zu Beginn besser war, wurde der Freiburger Sportclub dann besser und verdiente sich eben dieses Resultat. Wir springen in den zweiten Durchgang und Freiburg wollte das 2:0 gleich nachlegen. Waldschmidt und Abrashi, der auch zu Hause endlich mal wieder auflaufen konnte, legt auf Gondorf, kein Abseits, überragend gespielt. Und Nils Petersen weiß am allerbesten, dass der sitzen muss. Vincenzo Grifo legt auf, es war in beiden Situationen keine Abseitssituation, keine Abseitsposition. Und Kobel der einzige Grund, dass Augsburg hier noch in der Partie war. Noch knapp über 20 Minuten zu spielen und endlich auch die Elf von Baum mal wieder nach vorne aktiv. Haberer kann sie aber erstmal klären. Trotzdem bleibt der Ball noch heiß. Oxford hält ihn vorne im Spiel. Bayer mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Sergio Cordova mit dem Kopfball ins Nichts. Da wird niemand wirklich nervös. Da steht Christian Streich nicht mal auf von der Bank, auch wenn ihm diese Situation sicherlich nicht so ganz gut gefallen hat. Keine 5 Minuten mehr zu spielen, nochmal der FC Augsburg jetzt mit allerletzter Kraft. Mora weg, G, Mora weg und Sergio Cordova mit dem Ausgleich. 86. Spielminute, das dritte Saisontor für den Stürmer.
vertrat abermals den angeschlagenen Alfred Finn Bogason und zeichnete damit dann auch seine vernünftige Partie auf aus einer der auffälligsten Spieler bei Augsburg an diesem Nachmittag. Aber der SC Freiburg wollte es nochmal wissen. Schlussminute konnten sie hier spät nochmal zuschlagen. Jan-Luka Waldschmidt auf Haberer, Kübler und Augsburg wurde nervös. Gondorf, hat er den Überblick? Ja, hat er. Vincenzo Grifo, das dauert ein bisschen zu lange. Vincenzo Grifo, dann so dazwischen. Grifo nochmal zurück, Khedira dazwischen. Und dann hatte Kobel den Ball. Und so blieb es dann bei diesem 1:1. Es wäre deutlich mehr drin gewesen für den SCF hier in dieser letzten Situation. Augsburg ergaunert sich den einen Punkt, wird damit zufriedener sein, auch wenn sie hier eine große Möglichkeit vergeben hatten, die Freiburger wieder auf 3 Punkte in den Abstiegskampf hineinzuziehen. Schwierige Situation auf beiden Seiten. Der erste FSV Mainz 05 kassiert in den letzten Spielen deutlich zu viele Gegentore und der FC Schalke 04 schießt einfach selber keine. Und das ist schon die Krux in der aktuellen Situation. Und die erste Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern. Jibame auf Boetius. Guter Ball und Quaison fast mit dem frühen 1:0. Aber da macht sich Nübel groß nach Sperre wieder zurück und viel Glück dann eben das, der nicht schon einschlägt. Der FC Schalke 04 jetzt auch auf dem Weg nach vorne. Uth über die rechte Seite mit dem langen Ball. Aaron Martin kann ihn nicht richtig klären. Bentaleb bekommt dann auch den Abschluss. Aber kein Problem für Müller. Der ist zu spitz, aus zu spitzem Winkel und eben zu harmlos geschossen. Doch die Anfangsphase der Königsblauen machte Mut auf mehr. Burgstaller heute mal wieder in der Startaufstellung dabei. 13. Spielminute. Jetzt konnte sich Müller auch mal beweisen in dieser Szene, macht er gut und wehrt zum Eckschuss ab, aus dem nichts wurde. Dann wagte sich auch der Gastgeber wieder mal aus der Deckung. Quaison in die Mitte gelegt zu Jean-Philippe Mateta und 1:0 für Mainz. 7. Saisontor in der 33. Spielminute, also doch noch die Führung für den ersten FSV. Auch wenn es nicht verdient war, auch wenn Schalke die bessere Mannschaft war, jetzt stechen sie eiskalt zu und für Schalke wird es immer schwieriger, noch nach vorne irgendwie was zu bringen. Jetzt fangen die Gedanken wieder an zu spielen und man läuft diesem Rückstand hinterher. Aber sie versuchten es vor der Pause nochmal nach vorne was zu bringen. Matondo auf Bastian Oczypka mit der Flanke. Bentaleb mit dem Kopfball aufs Tor, zumindest in Richtung des Tores. Aber da brachte er niemanden wirklich in Bedrängnis. 1:0 zur Pause für den ersten FSV. Wie gesagt, etwas schmeichelhaft. Der FC Schalke 04 hat noch 45 Minuten Zeit, das Ganze zu korrigieren, auch wenn es nicht sonderlich einfach werden dürfte gegen Mainzer, die das dann jetzt clever machten im zweiten Durchgang. Keine 5 Minuten gespielt. Jibamin liegt zurück auf Pierre-Kunde Malong. Brosinski und Jibamin dann auch mit dem Abschluss. Immerhin versuchten sie es jetzt weiterhin, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Es wurde nicht wirklich brenzlig in dieser Szene, trotzdem eben das gute Zeichen, der gute Wille, hier den zweiten Treffer nachzulegen und für Schalke wurde es jetzt ungemein schwieriger. Amin Harit mit dem Eckstoß konnte erstmal geklärt werden, Bentaleb hält ihn aber in der Gefahrenzone und wird nicht richtig angegangen. Wieder Amin Harit und da fehlt dann wirklich wenig, Matija Nastasic grätscht rein. Aber Müller ist noch rechtzeitig da. Nach einer kurzen Behandlungspause konnte der dann auch weitermachen. Die Zeit lief den Königsblauen davon. Es war nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt versuchte es die Elf von Sandro Schwarz nochmal aus der Distanz. Aber das war wirklich deutlich zu wenig, um hier irgendwen außer Konzept zu bringen. Doch der FC Schalke 04, langsam müsste das 1:1 her. Auch das Unentschieden wäre eigentlich zu wenig. Man möchte endlich mal wieder gewinnen. Matondo kriegt den Ball auch nicht in die Mitte geflankt. Es war sinnbildlich. 3 Torschüsse vom FC Schalke 04. Das war wieder viel zu wenig. Schlussphase nochmal der FC Schalke. Nastasic mit dem guten Ball in den Strafraum auf Oczypka mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Aber der Winkel wird hinten raus für Amina Harit zu spitz, sodass er nur noch das Außennetz trifft. Und das war auch die letzte Szene. Der FC Schalke 04 verliert schon wieder. Sie hätten sich jetzt hier den Punkt durchaus verdient gehabt, aber es war über die 90 Minuten gesehen auch zu wenig. Mateta ist der Torschütze des Tages und Mainz kann mal wieder gewinnen und sackt diese 3 Punkte sehr gerne ein.
Boris Schommers machte sich nicht groß ein Hehl daraus, um zu sagen, dass das 0:0 gegen den Tabellenführer aus Dortmund natürlich ein Erfolg war. Gegen Fortuna Düsseldorf war es jetzt direkte Konkurrenz, auch wenn die Elf von Friedhelm Funkel schon sehr weit nach vorne weggerückt war. Trotzdem wäre es wichtig, hier die nächsten Punkte einzufahren, das nächste Erfolgserlebnis zu bekommen. Die erste Möglichkeit gehört hier Dodi Luke Bakio, ging aber rechts am Pfosten vorbei. Trotzdem gehört er erstmal den Hausherren an diesem Samstagabend das Spiel geschehen. Morales und Kenan Karaman. Gut durchgesteckt auf Oliver Fink. Und das ging zu einfach. Da war die Defensive der Klubberer deutlich stabiler am Montagabend noch gegen den BVB. Jetzt müssen sie hier ganz früh das 1:0 kassieren. Oliver Fink markiert das Ding. Martinia sieht nicht so ganz glücklich aus. Der Ball holpert aber noch so ein bisschen. Und dann ist er eben drin. Jetzt über die linke Außenbahn. Fortuna Düsseldorf. Ein schneller Pass von Fink auf Nico Gieselmann. Die linke Außenbahn sehr gut besetzt. Und Morales mit dem Kopfball. Nach 29 Spielminuten. Die nächste Möglichkeit für die Fortuna. Der erste FC Nürnberg fand schwer hier in diese Partie hinein. Aber dann wachten sie auch so langsam auf. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Mateusz Pereira und Ondrej Petrak spielen hier zusammen. Srelak legt nochmal zurück. Fortuna Düsseldorf in dieser Phase nicht daran zu denken, an den Ball zu kommen. Valentini mit der Flanke, Hanno Behrens mit dem Tor. 33. Spielminute, der Ausgleich, das vierte Saisontor für den Mann, der zwei gute Kopfballmöglichkeiten gegen den BVB hatte, diese nicht verwandeln konnte. Aber jetzt steht er richtig und hält den linken Fuß hin und markiert den Ausgleichstreffer. Vor der Pause dann aber nochmal der Gastgeber, Oliver Fink wieder. Oliver Fink! Hier zu Hause gegen den VfB Stuttgart ein wunderbares Traumtor. Oben rechts in den Winkel erzielt. Den visiert er hier wieder an den Winkel, aber der geht dann eben knapp rüber. Zur Pause ein 1:1, das leistungsgerecht war, auch wenn Fortuna Düsseldorf ein paar mehr Spielanteile hatte und der erste FC Nürnberg lediglich über Effizienz hier punkten konnte. 58. Spielminute, Standardsituation von der rechten Seite. Kubo tritt den rein und Eduard Löwen macht es gar nicht so schlecht. Ist nicht der optimale Winkel und dann muss er sich beim Schuss auch noch drehen. Macht er wirklich nicht verkehrt. Da streckt sich dann Rensing, der nach Erkältung wieder dabei ist, muss aber nicht mehr agieren. Doch der Club wurde besser. Die nächste Möglichkeit, Dodi Luke Bakio versucht es hier zu klären. Und dann ist das Suttner, der hier Kaminski unter Druck setzt. Kubo ist das, kann in die Mitte spielen, macht es dann selber, schießt aber in die Arme von Michael Rensing. Die Partie wurde jetzt noch offener und auch Fortuna Düsseldorf setzte wieder Akzente nach vorne. Suttner heute wieder von Beginn an dabei. Sehr guter Job, den er hier macht über die linke Außenbahn. Immer wieder aktiv, immer wieder dabei. Zimmermann mit dem genialen Ball auf Gieselmann, der plötzlich völlig frei vor Christian Martinia auftaucht. Und das hätte dann wieder die Führung sein können, die zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt mehr verdient gewesen wäre, aber sie hätten sie trotzdem gerne genommen. Keine 20 Minuten mehr zu spielen, wieder Fortuna Düsseldorf. Zimmermann ebenfalls sehr auffällig. Oliver Fink auf der linken Bahn. Und Gieselmann, der hatte wirklich extrem viele Abschlüsse, kam heute eben über links außen, nicht über die linke Verteidigungsposition. Und da fehlt dann aber im Endeffekt doch ein bisschen was. Wir sind in der Schlussphase. Nochmal der erste FC Nürnberg. Sie drückten jetzt auf den Lucky Punch. Strelak und Pereira mit der Flanke. Und da ist Eduard Löwen. 1:2. 86. Spielminute. Sein erstes Saisontor. Und es kommt nicht zur Unzeit. Für ihn hier natürlich schon. Michael Rensing ist bedient. Nach dem sparsamen Auftritt gegen Bayer 04 Leverkusen, wo sie qualitativ einfach nicht mithalten konnten, gibt jetzt den nächsten Rückschlag. Auch das nicht der Weltuntergang für Fortuna Düsseldorf. Trotzdem gegen die Konkurrenz möchte man nicht verlieren und Nürnberg gewinnt tatsächlich mal wieder jetzt unter Boris Schommers das erste Mal im zweiten Spiel. Hannover 96 legte einen grausigen Auftritt zuletzt gegen Hoffenheim hin und ging damit 3:0 noch recht harmlos unter. Gegen Frankfurt wurde es nicht besser und so ergab sich die erste Möglichkeit und das erste Tor schon nach 3 Spielminuten. Danny da Costa mit dem 1:0. Noch keine 180 Sekunden von der Uhr und der miserable Start für die Elf von Thomas Doll. Da waren sie komplett unaufgeräumt.
Und so geht ein Nachmittag mal so richtig schlecht los. Michael Esser kann nichts mehr machen. Und die Frankfurter hatten Lust. Nach einigen Unentschieden jetzt in Folge in der Liga würde man gerne mal wieder gewinnen. Und Hannover schien dafür der richtige Gegner. Sebastian Aller bekommt keinen Druck. Und 2-0. Keine 10 Minuten gespielt. Der Gästeblock sehr gut besetzt. Wie immer bei den Frankfurtern. Konnte hier absolut zufrieden sein. Esser ist wieder mal alleine gelassen. Die Hannoveraner Abwehrspieler machten es ihm nicht wirklich einfach. Was war mit Hannover los jetzt? Mal mit einem langen Ball unmittelbar nach dem 0-2 diese Szene. Jonatas auf Genki Haraguchi legt nochmal gut rüber. Mikko Albornoz hätte hier dann auch das 1-2 schon erzielen können. Immerhin mal etwas nach vorne. Aber defensiv, das war mal wieder gar kein Bundesliga-Verhalten, was die Spieler da an den Tag brachten. Knappe Viertelstunde gespielt und wieder Frankfurt. Philipp Kostic auf weiter Flur alleine. Rebic mit einer einfachen Körpertäuschung macht da alle Verteidiger nass. Und das 3-0 nach gerade mal 15 Minuten. Und es könnte jetzt richtig rabenschwarz werden. Jetzt war eine Mannschaft mal effektiv. Wie gesagt, das hätte auch gegen Hoffenheim schon so aussehen können. Und die Frankfurter machten erstmal weiter. Philipp Kostic mit einer überragenden Partie. Ist das hier die Frankfurter mit dem 4-0? Sebastian Aller, 19. Spielminute. Auweia, Hannover 96. Philipp Kostic wird es hier aber auch wirklich einfach gemacht. Allgemein die Frankfurter nicht mit viel Mühe. Und jetzt schon mit dem 4-0. Und jetzt war klar, das würde nichts mehr außer Schadensbegrenzung bedeuten für den hannoverschen SV. Ostscholek mal mit dem Abschluss in der 43. Spielminute sein rechter Fuß, aber auch das ist gar kein Problem für Kevin Trapp. 0-4 zu Pause, die Frankfurter waren dann am Ende gnädig, zogen sich zurück und wollten hier nicht zu viele Körner verschwenden. Aber was die Niedersachsen hier aufs Feld brachten, das war wirklich desolat. Jetzt versuchte es aber nochmal Frankfurt, direkt nach Wiederanpfiff. Philipp Kostic schlägt den Ball übers leere Tor. Erstmal ist es hier ein Kopfball von Jovic an die Latte. Hier steht Kostic dann aber auch im Abseits, sodass dieser Treffer auch gar nicht gezählt hätte. Den kann man trotzdem auch über die leere Linie drücken. Nächste Möglichkeit, Frankfurt, De Guzman, Da Costa, Aller an den Pfosten. Viel Glück für Hannover, es hätte auch schon wieder 0-5, 0-6. Gar 0-7 stehen können. Jetzt kam sie einmal. Genki Haraguchi auf Jonatas. Kein Abseits. Jonatas. Immerhin der Ehrentreffer. Erstes Saisontor für den Rückkehrer. 83. Spielminute. Das war dann das Ende des Liedes. Hannover 96 mit viel Glück. Hier die Tordifferenz nicht noch größer zu gefährden. Am Ende ist es nur ein 1-4, womit Hannover 96 zufrieden sein kann. Denn Frankfurt hätte locker 7-8 Tore erzielen müssen. Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen und der BVB muss mal wieder gewinnen in der Liga, das ist ganz klar. Sie konnten sich ja unter der Woche ausruhen bzw. mussten Montagabend noch ran gegen Nürnberg und starteten hier gut rein. Die erste Möglichkeit dann von Thomas Delaney abgegeben, pariert von Lukas Radetzky an diesem Sonntagabend, aber erstmal der Finne mit den besseren Karten auf der Hand. Etwas über eine Viertelstunde gespielt. Bayer Leverkusen über gefährliche Gegenstöße. Es war ja die Rückkehr von Peter Bosch. Die Flanke von der rechten Seite und Kevin Volland mit dem 1-0. Erster Stoß für Leverkusen, erstes Tor. 9. Saisontreffer für Volland. Bellarabi fehlte verletzt und dafür Lucas Alario auf der rechten Außenbahn. Nicht unbedingt nominell dort immer aufgestellt. Aber er machte es richtig gut, brachte diese Flanke und Kevin Volland hält nur noch den Kopf hin. Und die in blau gekleideten Gäste machten hier einen super Job und beim BVB war schon etwas Nervosität zu spüren. Mitchell Weiser, Alario, Kai Havertz mit dem Abschluss, aber diesmal ist Zagadou dazwischen, sodass der Ball nicht auf das Gehäuse von Roman Bürki kommt. Wichtig in der Szene, hätte auch sonst wieder gefährlich werden können. Der hatte nämlich ordentlich drei, es war übrigens auch die Schulter und nicht der Oberarm, dementsprechend auch kein Strafstoß. Vor der Pause meldete sich dann der BVB aber nochmal zurück und zwar in Form von Thomas Delaney, in Form von einem Tor. 38. Spielminute, 2. Saisontor für Thomas Delaney.
Das 1:1 kam jetzt doch etwas überraschend, weil Leverkusen bis dahin dann die Partie nach dem 1:0 übernommen hatte. Doch der BVB wurde jetzt nochmal unachtsam vor der Pause. 5 Minuten noch knapp auf der Uhr. Kevin Volland, Julian Brandt und Roman Bürki nochmal mit der Parade. Es ging hin und her. Und über die 45 Minuten gesehen geht dann dieses 1:1 auch in Ordnung. Wenngleich Leverkusen etwas mehr Torchancen auf der Habenseite hatte. Es steht 1:1. Und es war eben noch 45 Minuten Fußball pur geboten, und zwar Offensive. Über die linke Seite, Bailey mit dem guten Ball, mit dem Superball auf Alario, der setzt sich gegen Zagadou durch Havertz, war es Pardon, das ist Alario und der macht das 1:2. 54. Spielminute und die Gäste gehen wieder in Führung. Kai Havertz setzt sich da gegen Zagadou eben durch. Und dann schlägt der Ball ein. Diallo kommt auch nicht mehr hinterher. Guckt nur noch hinter dem einschlagenden Ball hinterher. Keine Stunde gespielt. Der BVB um Postwende eine Antwort bemüht. Axel Witzel, Mario Götze. Und da kommt sie auch schon. 59. Minute. Die Postwende eine Antwort des BVB. Das war ein Spektakel hier. Axel Witzel, Mario Götze. Links rein für Radetzky, nicht zu halten. Der kann sich strecken, wie er möchte. Diese Drehung hier ist genial. Sehr variabel einsetzbar, der Götze jetzt eben auch mit seinem linken Fuß mal erfolgreich. Viertelstunde vor dem Ende. Und dann Thomas Delaney, viel zu frei. Und da lässt er sich nicht zweimal bitten. Die Partie war gedreht. Dortmund das erste Mal an diesem Abend in Führung. Und Leverkusen mit einigen Schwächen in der Defensive. Was man jetzt zuletzt bei ihnen nicht gesehen hatte, da waren sie immer sehr stabil. Schlussphase, Dortmund versuchte noch nach vorne zu spielen, das nächste Tor zu erzielen. Und die Frage war, würde sich das rächen? Arangis auf Julian Brandt. Julian Brandt zieht nochmal zurück, scheitert erstmal an Witzel, bleibt dann dran. Julian Brandt, aber das ist alles nicht zielstrebig genug und dann konnte es auch geklärt werden. Die letzte Szene der Partie ging zugunsten des BVB aus und so gewinnen sie dieses Topspiel gegen Leverkusen mit 3:2. RB Leipzig gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Montagabend. Ein Topspiel, worum es geht. Das sieht man, wenn man auf die Tabelle schaut. Europa League, Champions League, alles noch drin. Forsberg mit der ersten Möglichkeit nach 4 Spielminuten für die Roten Bullen. Aber das war in der Szene noch etwas zu harmlos, sodass Oliver Baumann nicht eingreifen muss. Und die Hoffenheimer hatten ja eine Schwäche gegen Hannover 96 gezeigt. Und das war der Abschluss. Sie wollten es jetzt besser machen hier. Eben gegen RBL. Doch Leipzig machte das clever und spielte vernünftig nach vorne, wie eigentlich immer. Yusuf Paulsen wird nicht richtig angegriffen. Demme legt zu Emil Forsberg. Aber das war dann wirklich zu harmlos. Sie versuchten es, sie bemühten sich. Hoffenheim erstaunlich defensiv aufgestellt, kam dann nur über kleine Nadelstiche nach vorne. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Und jetzt kamen die blauen Gäste mal. Amiri und Andrej Kramaric, Belfodil im sehr schönen Passspiel. Orban mit dem Fehler gegen Kramaric, der hat die Übersicht, sieht da Nico Schulz alleine vor Gulaschi und das 1:0. 32. Spielminute, wie aus dem Nichts, die Führung für die Gäste. Orban eben mit dem Fehler und Nico Schulz bleibt dann eiskalt vom Ungarn und schiebt ihm den Ball durch die Beine hindurch. Zur Pause 0:1, schmeichelhaft für die Gäste, aber sie haben eben den Treffer erzielt und für Leipzig war das ein Schlag in den Nacken. Und im zweiten Durchgang versuchte es Yale von Julian Nagelsmann jetzt noch cleverer nach vorne anzustellen. Belfodil, Kramaric wieder, hier klasse Passstaffetten, Andrej Kramaric macht es selber, 2:0, 48. Minute, 10. Saisontor für Andrej Kramaric. Macht er stark, klasse Abschluss. Gulaschi aus der Distanz kann er nicht mehr rechtzeitig reagieren. Große Aufgabe jetzt für die Elf von Ralf Rangnick. Die Zeit war ja aber noch da. Doch der Abschluss stimmte im ersten Durchgang ja noch nicht so ganz. 50 Minuten etwa von der Uhr und jetzt Timo Werner mal. Kann weit mit dem Ball gehen. Schließt dann auch ab gegen Oliver Baumann. Der fängt den Ball aber ab bzw. pariert den Ball zum Eckstoß. Der war dann
erstmal ganz gut für ihn zu parieren. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Hoffenheim konnte jetzt mehr Räume bekommen. Logischerweise, weil Leipzig etwas aufmachen musste. Andrej Kramaric stand fast mit dem Doppelpack in der 56. Spielminute, aber noch nicht von Erfolg gekrönt. Dieser Schlenzer, der hätte es durchaus verdient gehabt, aber geht dann doch knapp einen Meter rechts am Tor vorbei. Gulaschi hätte sich strecken können, wie er will. Den hätte er vermutlich nicht bekommen. Halzenberg mit dem Fehler und Leipzig allgemein in der Defensive etwas unkonzentriert. Kramaric wieder. Kramaric. Belfodil Amiri lenkt den Ball noch ab, aber Gulaschi kann den Ball unter sich begraben, sodass es nicht wirklich gefährlich wurde. Keine 20 Minuten mehr zu spielen, aber die Elf von den Bullen hier mit dieser Szene. Mit dieser Szene hätten sie es wieder spannend machen können. Spannend machen müssen. In der 75. Spielminute verzweifelt aber an Oliver Baumann, der eine richtig tolle Partie machte und somit den Anschlusstreffer vermeiden konnte. Nochmal der Gastgeber. Timo Werner legt zu Diego Demme, doch auch die letzte Möglichkeit wurde dann hier vergeben. Am Ende bleibt es bei diesem 0:2, weil sich die Elf von Julian Nagelsmann vor dem Kasten deutlich besser angestellt hat als zuletzt noch gegen Hannover 96. Leipzig hingegen hatte viele Möglichkeiten, konnte keine einzige nutzen und somit verlieren sie dann folgerichtig mit 0:2 an diesem Montagabend. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.